Die Geschichte von Thessaloniki fängt im Jahr 1315 nach Christus an, als Kassandros, ein Nachfolger Alexanders des Großen, 26 Städte des antiken Gebiets Thermi vereinigte und der Stadt den Namen seiner Ehefrau, der Schwester Alexanders, Thessaloniki gab. Die strategische Lage der Stadt, das heißt im Innersten der Thermaischen Golfs, macht Thessaloniki Regler der historischen Entwicklungen von der Gründung der Stadt bis die jüngsten Jahre. Im historischen Lauf der Stadt haben eine hervorragende Stelle die Monumente der frühchristlichen, byzantinischen und postbyzantinischen Zeitperiode. Die christliche Geschichte von Thessaloniki fängt im Jahr 51 oder 52 nach Christus mit dem Besuch von Apostel Paulus an, der das Evangelium in der Synagoge predigte. Die ersten Zeichen der Anwesenheit der Christen in der Stadt aber sind nach 3 Jahrhunderten aufgespürt. Ein Spaziergang in die heutige Stadt Thessaloniki scheint als eine Route in einem Museum im Freien, da die einzigartigen Monumente die Geschichte der Stadt am Leben halten und dadurch dem Besucher helfen, die Kultur und die Kunst von Byzanz zeitlos wahrzunehmen.